Ein Gruselfilm vom visuellen Meister Guillermo del Toro, das hat doch richtig Potenzial, da freuen wir uns doch richtig drauf. Ich meine, der Typ hat großartige Filme gemacht, wie Pans Labyrinth, geniales, fantastisches Meisterwerk und Hellboy 2 war ganz cool und Hellboy 1 war Pacific Rim, The Strain, Produzent, Drehbuchautor bei den Hobbit-Filmen. Oh fuck. Ja, mit Crimson Peak, da steht uns ein richtiger High-Budget-Grusel-Haunted-Hausfilm ins Haus. Das ist auch immer was Besonderes. Ist das Horrorgenre doch eigentlich eher so ein kleines Nischenprodukt, wo hauptsächlich irgendwie Geld mitgemacht werden soll durch schlechte Ideen und billige Umsetzungen? Sollte Crimson Peak ein wirklicher Erfolg werden und richtig gut werden, dann wäre das mal ein richtiger Wink in Richtung der Studios. Hey, solche R-Rated, also ab 16, 18 Horror-Gruselfilme mit großen Namen und mit viel visueller Pracht und mit so einem hohen Budget, das kann funktionieren, macht davon doch noch mehr. Und das ist doch eigentlich schon ein Grund, das neueste Werk des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro zu besuchen. Und doch kann ich keine Empfehlung für diesen Film aussprechen und das tut mir in der Seele weh. Ich habe mich riesig auf Crimson Peak gefreut. Del Toro selbst hat gesagt, dass er auf einen ordentlichen Batzen Geld verzichtet hätte, damit dieser Film sein R-Rating bekommen kann. Damit es nicht so ein weichgespülter Mist wird. Und das sind alles Argumente für Crimson Peak, aber da fangen auch schon genau die Probleme von Crimson Peak an. Bei der Vermarktung. Der Trailer wirkte düster. Wirkte intensiv, wirkte so, als würden wir es mit vielen gruseligen Horrorfiguren zu tun haben. Und dieses Gerede von dem R-Rating implizierte ja irgendwie auch, dass wir es mit ein bisschen mehr Gewalt und vielleicht auch Terror und düsteren Vergangenheiten zu tun haben. Und am Ende, nein, keine dieser implizierten Versprechungen wird irgendwo gehalten. Vielmehr ist Crimson Peak ein düsteres Märchen, eine Romanze im CGI-Geistergewand, könnte man sagen. Was grundsätzlich natürlich überhaupt nichts Schlechtes ist. Ich habe nichts gegen Märchen in Geistergewändern. Aber Del Toro zeigt erneut, und das ist schade, dass er einfach keine guten Geschichten erzählen kann. Ich meine, schauen wir uns das Resümee dieses Regisseurs mal an. Da ist außer Pans Labyrinth nicht wirklich etwas Großartiges zu finden. Und wenn es großartig war, dann vielleicht höchstens visuell und nicht von der Story. Del Toro hat mal, soweit ich weiß, in einem Interview gesagt, ich kann es nicht bestätigen, aber das würde zu ihm passen, er hat so ein Sketchbook. Und in diesem Sketchbook malt er sich Monster-Designs auf oder Designs von gruseligen Häusern oder von irgendwelchen Fabelwesen, die ihm einfallen. Und erst danach spinnt er darum eine potenzielle Geschichte. Genau so fühlt sich auch Crimson Peak an. Und das ist leider nicht positiv gemeint, weil die Geister und dieses ganze gruselige Design nur ein ganz kleinen Teil des Films einnehmen und diese Geschichte, die nachträglich herumforciert wirkt, der Hauptteil der Story ist. Es geht um die junge Autorin Edith Crushing von Mia Wasikowska gespielt, die einen mysteriösen Mann trifft von Tom Hiddleston gespielt. Und die beiden entwickeln eine kleine Romanze und nach einigen schlimmen Vorfällen in ihrem Leben nimmt er sie mit nach England und in das Haus, was er sich mit seiner Schwester teilt und wo auch die Familie vorher schon gelebt hat. Und das Haus ist ein riesiges Haunted House. Da geht man rein und sagt, jupp, it's haunted und geht gleich wieder raus. Denn genau so fühlt sich dieses Haus an. Und das ist auch der beste Aspekt an Crimson Peak. Wer die Trailer gesehen hat, dieser Film sieht wunderschön aus, wirklich. Da kann man sich richtig in diese Atmosphäre, die er aufgebaut hat, durch die Sets fallen lassen. Da wirkt das Haus bis ins kleinste Detail überlegt. Da sind kleine Schriftzeichen irgendwo und Sprüche und die Gänge sehen verschieden aus. Da wurde richtig viel Effort reingesteckt und das sieht man auch. Und das kann Del Toro auch mit gelungenen Kamerafahrten richtig gut einfangen. Das Problem ist allerdings, dass der Film einen trotzdem niemals packen kann. Die Geschichte, die Romanze zwischen Tom Hiddlestons Charakter und der von Mia Wasikowska, ich hoffe übrigens, ich spreche den Namen die ganze Zeit richtig aus, funktioniert einfach nicht. Die Geschichte zwischen den beiden, warum sie sich verlieben, wie sie sich verlieben, kann man vielleicht nachvollziehen, aber man fühlt es überhaupt nicht. Und diese Liebesgeschichte ist essentiell für die Story. Voranschreitend stoßen die beiden und die Schwester natürlich auf Probleme, auch untereinander auf Probleme und Konflikte. Aber die Konflikte interessieren dich als Zuschauer überhaupt nicht, weil die Geschichte dich nicht interessiert. Und dann kommt dieser Geisteraspekt dazu. Und ja, Crimson Peak strotzt vor CGI-Geistern. Das mag manchen jetzt enttäuschen, der an die Kostüme, zum Beispiel an Pans Labyrinth und an Hellboy daran gewohnt ist. Allerdings sehen die CGI-Geister alle sehr, sehr cool aus. Also man sieht es, dass es künstlich ist, auf jeden Fall. Aber ich wurde teilweise hier an die Silent Hill-Spielereihe erinnert. Aber wenn ihr den Trailer gesehen habt und ich sag mal hier, guckt ihn euch nicht an, wenn ihr den Film sehen wollt, da habt ihr fast alle Geisterszenen gesehen. Es sind so 6, 7 Stück in dem Film und sie ergeben im Endeffekt, wenn man rückblickend auf den Film guckt,
keinen Sinn für die Geschichte. Die Autorin Edith wird halt irgendwie ab und zu von Geistern besucht und die kann sie sehen und das ist so, weil, keine Ahnung was. In dem Haus sind halt Geister, weil es sieht gruselig aus. Da sind halt Geister drin. Yay! Deswegen haben wir es hier mit einer Romanze zu tun, wo gruselige Aspekte rein forciert scheinen. Die Schauspieler machen ihren Job in Ordnung, bleiben aber aufgrund der oberflächlichen Figuren absolut egal. Die lassen dich kalt als Zuschauer. Und für Crimson Peak wäre Empathie beim Zuschauer wahnsinnig wichtig gewesen und die gibt es nicht. Und damit versagt Crimson Peak inhaltlich auf kompletter Linie und visuell mag das dann zwar berauschend sein, aber das kann überhaupt nicht mehr ansatzweise die inhaltlichen Mängel in irgendeiner Art rechtfertigen. Damit komme ich schon zur Wertung. Das war eine erstaunlich negative Review für einen Film, der mich auf ganzer Linie enttäuscht hat. Wenn ihr euch von Crimson Peak Grusel erwartet, Horror, Spannung, Konflikte, Intrigen, dann bekommt ihr gar nichts davon. Das wird immer mal überall angeteased. Aber im Endeffekt sind das alles nur inhaltliche Versatzstücke einer Story, die nicht zusammen funktionieren will, die das Augenmerk legt auf eine Romanze, die ebenfalls nicht funktionieren will. Del Toro ist ein großartiger visueller Regisseur, aber die Geschichte ist schlecht erzählt, vorhersehbar erzählt, langweilig erzählt, sie funktioniert überhaupt nicht. Deswegen gibt es an mir von Ende 4 von 10 Punkten für einen wahnsinnig enttäuschten Thomas. Hat euch das gefallen? Werdet ihr euch Crimson Peak ansehen? Was ist denn euer Lieblingsfilm von Guillermo del Toro? Das würde mich mal interessieren. Es gibt ja gar nicht so viele tolle, wie man vielleicht denkt. Wenn euch das sonst gefallen hat, das Video, dann abonniert doch. Das wäre genial. Liked uns auf Twitter und Facebook. Das wäre ebenso großartig. Kommentiert, liked das Video. Erzählt es euren Freunden. Das wäre toll. Und wenn jetzt an Halloween Crimson Peak ins Kino kommt und ihr einen richtig gruseligen Abend verleben soll, dann guckt lieber nochmal The Babadook. Crimson Peak lohnt sich nicht im Kino. Macht es gut.